Hallo ihr Süßen. Ich melde mich dann auch mal wieder zurück. Die, die es mitbekommen haben auf Instagram und oder Facebook. Wir mussten am Montag den Buddy einschläfern lassen. An seinem 8. Geburtstag. Und das war ja den Umständen entsprechend ganz schön, dass wir uns so noch von ihm verabschieden konnten. Und wir wussten ja, dass wir über kurz oder lang diese Entscheidung treffen müssen. Und wie der alte Sturkopf so war, hat er die Entscheidung wohl an dem Tag selber getroffen. Und es uns relativ einfach gemacht zu sagen, okay, er möchte nicht mehr und er kann auch nicht mehr. Ja. Ich wollte euch allen für die Beileidswünsche danken und für eure guten Gedanken und eure Geschichten zu dem Thema. Und ja, danke dafür. Das ist ja ein super Start für ein Video, ne? Egal. Eigentlich und uneigentlich werde ich jetzt mit euch einen kleinen Haul machen. Ich war gestern in Düsseldorf mit der Julia und war jetzt vorige Tage nochmal bei uns in der Stadt und es ist Sale und da kann der Dudi ja nicht so richtig an sich halten. Und deswegen fangen wir mal eben an. Ich nehme das jetzt hier von der nicht laufenden Heizung, was eigentlich auf der Wäscheleine hängt. Das ist nämlich noch nass. Frisch, wow, schön. Und zwar ist das ein T-Shirt von S. Oliver in einem wunderschönen Rostrot. Und ja, ich habe es gesehen und ich war verknallt. Und jetzt schmier ich mir gerade meine heulende Schminke überall hin. Aber wo wir gerade beim Thema sind, ich habe mir doch die Manhattan Mascara gekauft. Moment, ich zeige sie. Manhattan Mascara. Hier. Supreme Lash Volume Colorist. Und sie zusätzlich jetzt auch noch auf Instagram gewonnen. War gar nicht meine Absicht, aber okay. Was ich sagen will, ich habe jetzt in den letzten Tagen sehr viel geheult und habe die eigentlich immer getragen. Das Lustige ist, wenn die vom Heulen oder wenn man sie abmacht, kann man das hier sehen? Ja, da drüber ist noch die, die Mascara von L'Oreal. Ja. Die soll ja die Wimpern färben. Wenn wir mal sehen, ob das in 2 Wochen Tatsache so ist. Aber an sich finde ich die Mascara sehr cool. Jedenfalls, doch hier sieht man es. Seht ihr das? Die Farbe, also die Mascara an sich, wenn sie von den Wimpern kommt und in einem Wattepad oder so hängt, ist irgendwie total grünlich. Ist mir nur aufgefallen. Ich mag die Mascara. Ja, also ein Top von S. Oliver. Und ich glaube, es ist eine Form von Leinenoberteil, keine Ahnung. Und hinten hat es noch so ein... Hier hing es über der Wäscheleine. Ja, und hinten hat es halt noch so ein Streifen. So, die hänge ich jetzt mal in die T-Shirt. Ja, dann habe ich bei Esprit ein weißes T-Shirt gekauft. Das hat einen wunderschönen weißen V-Ausschnitt. Und das muss jetzt in die Wäsche. Das ist das, was ich gestern auf meinem Outfit of the Day anhatte. Ja, ein ganz normales T-Shirt von EDC war auch reduziert. Dann waren wir gestern bei H&M und ich habe mir 3 solcher, ja, was sind das? Sind das Kleider? Ich weiß es nicht. Long-T-Shirts gekauft. Steht das eigentlich hier drauf? Nein, steht nicht hier drauf. Ja, so basic-mäßig. Das geht mir ein bisschen übers Knie. Ja. Und das habe ich einmal in blau-weiß. In weiß-blau und in, ich liebe diese Farbe, wunderschönem Oliv
gekauft. Ja, ich wollte die entweder als Kleider anziehen oder mit über einer Leggings oder Capri-Hose oder weiß ich auch nicht. Mal gucken. Mit Jeanshemd oder Jeansjacke oder so. Und das ist ja nur weiß, das seht ihr ja. Es ist ein bisschen durchsichtig, finde ich. Und deswegen habe ich dann bei Primark noch so ein Long Top in weiß gekauft für drunter. Damit es nicht so, also halt länger, ne? Damit man das drunter ziehen kann. Ja, das dazu. Was habe ich noch bei H&M? Das war das Einzige, was ich bei H&M gekauft habe. Dann waren wir, wie ich ja gerade erwähnt, bei Primark. Verzeihung. Da habe ich dann zwei Drunterzieh-Tops zwei Drunterzieh-Tops gekauft. Ich glaube, eigentlich soll das ein Schlaftop sein. Keine Ahnung. Aber das hat hier noch so ein Innenleben. Finde ich eigentlich sehr süß. Ja, einmal in Grau. Also ich wollte es jetzt nicht als Schlaftop anziehen, ich wollte es so anziehen. Und einmal in Weiß. Ja, hier könnt ihr das auch nochmal sehen. Mit Hidden Support. You know? Mit Hidden Support. Hier macht mein Kameradisplay gerade lustige Dinge. Ja, dann waren wir, wie gesagt, immer noch bei Primark. Da habe ich dann ein T-Shirt gekauft. Solltet ihr das sehen, das fällt sehr klein aus. Die anderen T-Shirts waren jetzt alle Größe 36, 38. Passen perfekt, das ist Größe 40 und es ist ein bisschen eng. Ne, so viel dazu. Aber ich habe das gesehen und dachte, ich bin verliebt. Ja, ach so, die Tops habt ihr gesehen, haben 3 Euro gekostet. Das Long Top 4. Und die 3 von H&M je 10 Euro. Das hat auch 10 Euro gekostet. Und Julia meinte, das ist ja wohl mal voll deins. Ja, finde ich auch. Dann habe ich noch ein neues Star Wars T-Shirt gekauft. Guck mal, ist das nicht cool? Es war in der Männerabteilung. Und ich habe jetzt die Größe S. S gekauft. Hier steht 36 bis 38, 91 bis 96 cm. Ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll. Es war aber das einzige und das letzte bei Primark in dieser Version. Aber ich fand es so cool. Und dem Hubi habe ich ein R2D2-Shirt mitgebracht. Jawohl. Ach cool, geht direkt die Farbe mit ab. Ja. Hat er nämlich noch nicht. So. Dann waren... Ach ja. Und Geschenktüten habe ich gekauft. Man kann ja nie wissen. Gab es auch bei Primark. Cool, ne? Ich finde auch. Dreimal. So. Dann waren wir nur bei C&A. Und ich habe mir mal wieder... Ihr kennt mich schon ein bisschen. Schlafsachen gekauft. Ich habe eine Obsession, was Schlafhosen angeht. Irgendwie muss ich immer eine Schlafanzughose kaufen. Es passiert zumindest sehr häufig. Und wie ihr auch vielleicht mitbekommen habt, musste ich erst 30 werden, um festzustellen, dass Bündchen an Schlafanzughosen der Shit sind. Ja, weil dann rutschen die nämlich nicht hoch. Und die sprang mich hier an. Die fand ich einfach total hübsch. War auch die letzte. War im Sale für 9 Euro. Und dann stellte ich fest, es ist toll, Sarah, dass du immer Schlafanzughosen kaufst. Vielleicht wäre es mal klug, einen Schlafanzug-Oberteil zu kaufen. Und da die auch im Angebot waren, für 5 Euro, habe ich noch ein blaues Schlafoberteil gekauft. Und dann kam ich nach Hause, denn meine Eltern haben ein Paket für mich angenommen. Denn endlich gehöre ich auch zu den coolen Leuten, die dieses Boden-Punkte-T-Shirt haben. Denn das kam gestern mit der Post. Ja, das war jetzt mit Versandkosten frei und 30% und scheiß die Wand an, weiß ich nicht, was noch all, bei 32 Euro. Und da konnte ich da jetzt nicht widerstehen. Ich hatte es schon im Winter bestellt. Einmal.
Da hatte ich die Größe 42 bestellt. In der Zwischenzeit hat sich da ein bisschen was verändert. Und als sie dann kam, das hat 16 Wochen gedauert. 16 Wochen. Die kam nämlich Ende Mai. Und stellte ich fest, nö, sie wird doch ein bisschen groß, ne? 42. Dann gab es die nicht mehr und jetzt hatte ich die Tage nochmal bei Boden geguckt und tada, sie sind wieder alle da, in jeglicher Größe. Und habe sie jetzt einmal in 36 und einmal 38 bestellt. Einmal die beige Version und einmal die graue Version. Ist einfach so hübsch. Und ja, Größe 36 darf bleiben, Größe 38 schicke ich zurück. Und ja, eigentlich schon scheiße viel Geld für ein T-Shirt, ne? So 32 Euro pro T-Shirt, nicht für beide zusammen, leider. Aber es ist so hübsch und ich jage jetzt seit anderthalb Jahren da hinterher und es ist so hübsch. Ja, so sieht das aus. Das habe ich gestern gekauft und vorgestern und vorvorgestern und vorgestern, oh mein Gott. Ja, ging jetzt doch schneller als erwartet, aber ihr hattet mir auf Instagram ja geschrieben, dass ihr gerne ein Haul sehen wolltet und das habe ich dann jetzt damit für euch getan. Ich hoffe, ihr freut euch. Es steht ja noch das 500. Video aus und ich denke, da werde ich nochmal ein Make-up-Kollektion, Sammlungs- Aufbewahrungs-Dingsbums-Video machen. Denn das war, glaube ich, mit mein erstes Video und dann finde ich es ganz cool, wenn A, mal wieder ein Update kommt und B, sich der Kreis auch wieder schließt. Ja. Und ich hatte am Donnerstag einen Termin in Köln und ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt was dazu erzählen darf. Werde ich jetzt erstmal nicht machen, müsste ich erstmal fragen. Aber da steht was in der Planung. Und ich glaube, das wird ziemlich cool. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Sobald ich dazu mehr sagen kann, darf, soll, muss, werdet ihr es natürlich erfahren. Aber ich finde, ihr dürft auch mal ein bisschen neugierig sein. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns.